Hallo zusammen, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Wir haben Demon Room erreicht. Schön. Alle Mann bereit? Auf geht's. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und Lass ein mal Tod. sehen hier. Gesetz der Gassen. Verbrecher ausschalten. Okay. Vermisster Krieger. Finde Rexel. Okay, einen vermissten Krieger. Krieger. Oh Gott. Einen vermissten Krieger finden. Wertgegenstände, antiker Sextant. Einen Sextanten wieder beschaffen. Was haben wir hier? Tja. Logains Offensive. Irgendwo treiben sich Soldaten von dem rum. Dann. Flüchtlinge werden bedroht und verfolgt. Flüchtlingen helfen. Immer gut. Und dann haben wir hier noch. Oh. Wieder natürlich Proben des Fleisches einem Magier bringen. Machen wir alles. So gibt es nur einen Gott und er ist unser Erbauer. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Ah ja, das waren die, Gerechtigkeit. die nur. Was? Es wird keine Nachspeise Ah! erwähnt? Das ist wahrlich ein Wunder. Ah, okay. Okay. Ich glaube, ich habe gerade die Galle Magie soll abgegeben. den Kann das Menschen. sein? Zeig mal kurz her. So, den Schunz hier hinten. Schunz, Schunz, Schunz. Ah, sieht so aus. Ihn dienen und ihn niemals beherrschen. So sei Dies ist es. unser Ruf. Jetzt erstmal alle Quests einsammeln, ne? Oha. Nur ruckelt's aber. Was haben wir da? Blutige Warnungen. Möchtest du mir das Messer? Heiße Bewohner werden nicht finden. Annehmen. Das Geschenk des Schweigens. Ist ein großer Wohlenthalb. 10 Lyrium-Tränke. Und nach Redcliff bringen. Im Brazilian-Wald jemanden finden. Und. Diese Schriftrollen sammeln. Okay. Hallo Hier ist Freund. ein kleiner Bonus als Zeichen der Freundschaft. Dankeschön. Der gemeinsame Freund. Und noch eine Quest. Seid ihr hier, um noch ein Verbrechen zu melden? Ich schwöre, wir sollten das gesamte Viertel abriegeln. Ach, nicht doch. Oh, kann ich euch helfen, Wächter? Ist das Markviertel wirklich so schlimm? Also, braucht ihr Hilfe? Woher wisst ihr, wer ich bin? Versuch gar nicht erst, mich zu verhaften. Leb wohl. Ist sie wirklich so schlimm? Der Hauptmann der Wache hält den unteren Markt für unwichtig. Und dass Arl Hau das Sagen hat, macht es nicht besser. Ja, mit dem habe ich eh noch ein Wenn Hühnchen ich zu rupfen. endlich neue Männer bekomme, wartet die herrliche Überraschung auf mich, dass es uneheliche, unausgebildete, schwachsinnige Typ. Nachkommen irgendeines Lords sind. Aber die Lords schicken mir immer mehr von ihnen. Die Bezahlung ist schlecht, die Aussichten auch, aber man bekommt eine Uniform. Also steht mir eine Legion von Bastarden zur Verfügung, die den Markt vor Taschendieben, Mördern und was weiß ich noch beschützen soll. Und die handverlesenen Männer von Arl Hau sind die schlimmsten. Der Aal und ich haben eine bewegte Vergangenheit. Erzählt mir von seinen Männern. Ja, das würde Bei mich jetzt schon meinen interessieren. Bastarden muss ich mir nur über Würfelspiele und Sabbern Gedanken machen. Und darf sie nicht zu heftig anbrüllen, sonst verletze ich ihre Gefühle und werde von ihren adligen Vätern in die Mangel genommen. Gott. Aber die Männer des Aals sind weitaus krimineller als die Schurken, die wir hier von Zeit zu Zeit festnehmen. Einige von ihnen sind die Kriminellen, die wir festnehmen sollen.
Wenn euer Blut nicht gerade in die Gosse läuft, braucht ihr das gar nicht erst zu melden. Okay. Also, woher weißt du, wer ich bin? Den ranghöheren Wachen wurde im Palast ein Bild von euch gezeigt. Ich muss sagen, die Zeichnung wird euch nicht gerecht. Keine Danke. Sorge. Selbst wenn ich die offizielle Version der Ereignisse in Ostagar glauben würde, so bin ich doch kein Narr. Würde ich meinen Männern befehlen, euch festzunehmen, würden sie sich nur in den Armen ihrer Kurtisanen ausheulen. Und ich könnte hier alleine darauf warten, aufgespießt zu werden. Sehr schön. Hört einfach den Frieden auf dem Markt nicht. Das genügt mir. Habe ich gar nicht vor. Aber kann ich dir helfen, guter Mann? Ihr meint es ernst? In der Tat. Ja. Ja, ich könnte Hilfe brauchen. Okay. Es gibt hier ein ziemlich beliebtes Etablissement, in dem es vor Söldnern nur so wimmelt. Augenbrauen. Wenn ich meine Jungs hinschicke, könnten sie verletzt werden. Der Erbauer möge es verhindern. Und dann muss ich ihren adligen Vätern erklären, dass Wachdienst tatsächlich gefährlich ist. Alles klar, also was soll ich machen? Der Name des Hurenhauses ist die Perle. Eben war es noch ein Etablissement. Schlag jeden Söldner nieder, der sich daneben benimmt. Es soll eine Botschaft sein. Wohlgemerkt, niederschlagen, nicht töten. Das ist wichtig. Kein Feuer, keine Explosion. Oder der Erbauer weiß, welche anderen Todesarten ihr euch ausmalen könnt. Och. Entschuldigt, ich bin einfach zu sehr daran gewöhnt, meinen Jungs Befehle zu erteilen. Lasst sie einfach am Leben und ich bin glücklich. Na klar. Vielen Dank. Ei, ei, so. Also dann, Weidmanns Heil. Okay. Es heißt, hier gibt es alles. Mich hat mal ein Taschendieb bestohlen. Ja? Gibt es ja also auch Taschendiebe. Oh! Moment! Oh. Ist das das, was ich glaube? Oh! Das Gebäude da drüben mit der gelben Tür. Da war es ein kleiner Bug. Also, er hat gerade das Haus von seiner Schwester gefunden. Können wir hingehen und nachsehen? Würdet ihr sie nicht lieber allein treffen? Wirke ich nervös? Das bin ich auch. Ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Mir wäre lieber, wenn ihr mich begleitet, falls möglich. Fall nicht über deine eigenen Worte. Gehen. Eigentlich haben wir für so einen Besuch doch gar keine Zeit. Vielleicht gehen wir besser. Oh je. Gut, sehen wir nach, ob sie zu Hause ist. Ihr seid so ein Feigling. Wir haben wirklich keine Zeit dafür. Nein, komm her. Wird sie wissen, wer ich bin? Weiß sie überhaupt, dass ich existiere? Meine Schwester. Klingt sehr seltsam. Schwester. Schwester. Jetzt atmen. Ich plappere nur noch. Wir sollten gehen. Ja, gehen. Einfach weg. Weg. Weg, weg, weg. Ganz ruhig, ganz cool. Alles ist in Ordnung. Jetzt. Ach, es tut mir jetzt schon leid. Das läuft nämlich absolut nicht gut. Hallo? Habt ihr Bettzeug zum Waschen? Ich verlange 3 Kupferlinge pro Bündel und leiste die beste Arbeit von allen. Glaubt dieser Natalia kein Wort. Sie ist Ausländerin und nimmt euch nur aus. Ich bin nicht hier, um etwas waschen zu lassen. Mein Name ist Alistair. Ich bin... Das mag seltsam klingen, aber seid ihr Goldanna? Falls ja, bin ich euer Bruder. Mein was? Ja, ich bin Goldanna. Woher kennt ihr meinen Namen? Welch üblen Streich führt ihr im Sinn? Er sagt die Wahrheit. Hört ihn an. Seid ihr sicher, dass eure Informationen stimmen, Alistair? Vielleicht sollte ich euch beide allein lassen. Es war die Wahrheit. Also, Wahrheit. Unsere Mutter. Sie arbeitete als Dienerin auf Schloss Radcliffe vor langer Zeit. Dann starb sie. Wisst ihr davon? Sie... Du! Ich wusste es. Sie sagten, du wärst tot. Du wärst zusammen mit Mutter gestorben. Aber ich wusste, dass es gelogen war. Sie sagten dir, ich sei tot? Wer? Wer hat das gesagt? Die im Schloss. Ich sagte, der Vater des Babys ist der König. Aber sie sagten, es sei tot. Haben mir etwas Geld gegeben und mich weggeschickt. Ich wusste es. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Das Baby ist nicht gestorben. Das war ich. Ich bin dein Bruder. Als ob mir das helfen würde. Wegen dir ist Mutter tot und ich hab's nicht leicht gehabt. Das Geld war bald weg und als ich wieder hinging, wurde ich fortgejagt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. Glaube ich auch nicht. Und entspricht sie euren Erwartungen, Alistair? Das ist wohl kaum Alistairs Schuld. Ich bin mal ein bisschen protective hier. Und wer im Namen des Erbauers seid ihr? Irgendeine Schlampe, die es auf seine Reichtümer abgesehen hat? Ey, Vorsicht. Hey, sprich nicht so mit ihr. Sie ist meine Freundin und ein grauer Wächter. So wie ich.
Oh, verstehe. Ein Prinz und auch noch grauer Wächter. Wie kann ich, niedriges Wesen, nur schlecht von jemand so Hochstehendem denken? Ich kenne dich nicht, Junge. Dein königlicher Vater hat mir meine Mutter weggenommen. Und was habe ich dafür bekommen? Gar nichts. Ich wurde übers Ohr gehauen. Ich hätte es allen erzählen sollen. Ich muss 5 Mäuler stopfen. Und wenn du mir nicht dabei hilfst, kannst du gleich wieder gehen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Goldenner, Alistair ist hier, weil er seine Familie finden möchte. Ihr habt wirklich Nerven, so mit eurem Bruder zu sprechen. Es ist eure Familie. Vielleicht könnt ihr ihr helfen. Sieht aus, als wollte sie nur euer Geld. Ich versuch's jetzt mal hier. Nun, das hat er jetzt. Und was habe ich davon? Nichts. Außer er sorgt dafür, dass diese Familie so lebt, wie sie es verdient hat. Das hat also wirklich... Ich könnte ihr vermutlich ein wenig Geld geben. Für meine Nichten und Neffen. 15 Sovereigns? Darf ich ihr so viel geben? Ja, nur zu, wenn ihr wollt. Wenn es sein muss, sie sollte dankbar sein. Was? Macht ihr Witze? Niemals! Nein, ist schon gut, wenn du magst. Hier, Goldana, mach das. Nimm dieses Geld. Ich weiß, es ist nicht viel, aber... Was? Da marschiert ein Prinz mit Prunkrüstung und so hier rein und bietet mir nicht mehr an? Du hältst mich wohl für bescheuert! Nein, warte, überhaupt nicht. Ich will ja helfen, wenn ich kann. Er ist kein Prinz. Du willst helfen? Dann geh zu den hochstehenden Persönlichkeiten, die du so kennst, und sag ihnen, dass du Nichten und Neffen hast, die nicht so leben, wie es ihnen eigentlich zusteht. Also dein nicht nur, also seinen Nichten und Neffen steht ja mal so gar nichts zu, weil ihm steht nämlich auch nichts zu. Mann, es stimmt zumindest, dass ihr König sein werdet. Das ist die Familie, nach der ihr gesucht habt, Alistair. Sieht aus, als wollte sie nur euer Geld. Gehen wir, Alistair, hier gibt's nichts für euch. Ja, komm, raus hier. Ihr habt recht. Ich weiß gar nicht, warum ich gekommen bin. Ich weiß Hoffnung. Auch nicht, was du hier willst oder was du erwartet hast. Jedenfalls ist es nicht hier. Und jetzt raus aus meinem Haus, alle beide. Gehen wir, sofort. Jemand sollte euch die Zunge herausschneiden. Ihr lasst zu, dass sie so mit euch redet? Das war eine schlechte Idee. Soll ich mal ein bisschen katzig sein? Ich fühle mich gerade in katziger Laune hier. Nein, lasst sie einfach in Ruhe. Es ist schließlich ihr Haus. Gehen wir. Ja, okay, gehen wir. Weil du es bist. Weil ich dich mag. Nun, das war nicht das, was ich erwartet hatte. Vorsichtig ausgedrückt. Ich bedauere, ihr überhaupt Geld gegeben zu haben. Ist das die Familie, über die ich mir mein Leben lang Gedanken gemacht habe? Dieser goldgierige Drache? Ich kann es kaum glauben. Was können wir anderes sagen? Ich dachte wohl, sie akzeptiert mich ohne großes Nachfragen. Dafür ist eine Familie doch da, oder? Ich fühle mich wie der letzte Idiot. Nein. Du wolltest Teil einer Familie haben. Ich kann es ja schon irgendwo verstehen, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tut mir leid, dass es so abgelaufen ist. Jeder denkt zuerst an sich selbst. Das solltet ihr lernen. Ihr braucht sie nicht. Es gibt andere, denen etwas an euch liegt. So ist das nun mal. Wir sollten jetzt weitergehen. Ihr seid ein Idiot. Wie naiv kann man eigentlich sein? Nein. Jeder denkt zuerst an sich selbst. Warum ich das nehme? Weil ich ihn abhärten will. Toughes Kerlchen. Dann, ne? Mach ich immer mit beiden. Mit Alistair und mit Liliana. Da habt ihr wohl recht. Das sollte ich. Lasst uns gehen. Oh. Ich will nicht länger darüber reden. Armes Knuffelchen. Sorry. Dass das alles nicht so gelaufen ist. Tut mir schon ein bisschen leid. Armes Kerlchen. Ach, jetzt geht das wieder nicht. Ich habe Dragon Age 2 ein bisschen gespielt gehabt. Zwergenhandwerk, da geht es so schön mit R. Huch! Aus Ostagar. Wer bist denn du? Bei Andrastes Blut. Ihr seid ein grauer Wächter, Duncans Schülerin. Was bist du? Ihr habt meinen Freund getötet und den großen König Kaelen. Ich verlange Genugtuung, Sir. Genugtuung? Überreden und lügen? Ich? Ein grauer Wächter? Ihr müsst euch irren. Logans Anschuldigungen gegen die Wächter sind Lügen. Einschüchtern. Senkt eure Stimme oder ihr verstummt für immer. Entschuldigt mich, ich muss gehen. Ja,
Von wegen Lügen, ihr alles Lügen. Dem Verrat also auch noch Verleumdungen hinzu? Ich werde dir verleumden. Ihr es wagen, Taryn Logans Wort in den Dreck zu ziehen? Benutzt euren Verstand. Die Wächter würden der dunklen Brut niemals helfen. Wenn ihr euch irrt, würdet ihr eine Unschuldige töten? Was meint ihr mit Genugtuung? Einschüchtern, senkt eure Stimme und so weiter. Benutzt euren Verstand. Der Retter Ferelden's Taryn Logan persönlich hat mir von dem Verrat der Wächter erzählt. Von eurem Verrat. Eine außergewöhnliche Verräterin verdient keinen gewöhnlichen Tod. Wir treffen uns auf dem Feld der Ehre und meine Klinge wird der Gerechtigkeit Genüge leisten. Wir treffen uns in der Seitengasse hinter der Taverne zum müden Adligen. Dort duellieren wir uns. Ich kämpfe nicht gegen einen irregeleiteten Narren. Das klingt etwas unfreundlich, aber im Grunde genommen ist das genau das, was mir durch den Kopf geht hier. Ich kämpfe nicht. Aber die Ehre verlangt es, dass ihr akzeptiert. Meine Ehre möchte ich jetzt auch nicht beleidigen lassen. Ich meine, ich bin eine Adlige. Ich bin... Ja, also ich habe hier einen Ruf zu verlieren. Na gut. Macht euren Frieden mit dem Erbauer, Sir. Dies sind eure letzten Momente. Da rennt er weg. Na gut, Leute. Das muss jetzt scheinbar sein. Die Litanei hier brauche ich nicht mehr da drin. Da habe ich gerade keine von. Okay. Oh, die Wunder von Thedas. Ich bin ewig nicht hier gewesen. Seid ihr bereit? Ich bin kein Wilder. Ich werde euch nicht übervorteilen. Überreitragen Sie aus. Gibt es nichts, was ich euch von eurem Vorhaben abbringen könnte? Alles, was ich hier sehe, ist ein Narr. Los, holt ihn euch. Gibt's nichts, was... Nein, nichts, Sir. Meine Ehre verpflichtet mich dazu, euch jetzt zu töten. Nur gut. Möge die Göttliche über euch wachen, Sir. Ihr beweist eure Ehre. Lasst uns beginnen. Ich hoffe, ich muss sie nicht umbringen. Aber selbstverständlich. Das ist der Preis für Verrat! Wir kämpfen für die Ehre! Ich bin aber langsam. Du bist so jämmerlich. Aber selbstverständlich. Das wird ewig dauern, ich sag's euch. Eieiei. Oha. Ich treibe ihn immer weiter zurück. Ja, schwingen. Und was habt ihr so gemacht in letzter Zeit? 3,5 Jahre später endete das Duell. Oh Mann. Ihr habt ehrenhaft gekämpft. Sir Landry hätte sich keinen ehrenvolleren Tod wünschen können. Ich hätte es aber viel lieber gesehen, wenn ich ihn hätte leben lassen können. Und er mir glaubt. Ach, ja, jetzt nehme ich es ihm aber auch ab. Wenn es schon so kommen muss. Sollen wir mal reingucken, Vin, wenn dich das hier so gefreut hat? Hm? Die Wunder von Thedas wird geladen. Ist geladen. Oh, ein Buch. Codex-Eintrag über Denerim. Hallo. Willkommen bei den Wundern von Thedas. Wir führen Gegenstände aus der Fertigung des Zirkels sowie zahlreiche Antiquitäten. Möchtet ihr euch etwas davon ansehen? Na, aber bitte. So, ich könnte mal wieder gucken, was ich loswerden kann. Streitkolben, Haupthand, 6,50. Schaden 6. Kommt das weg? Schwere Plattenhandstuhe. Templerrüstung. 27 Stärke. Da finden wir bestimmt nochmal welche. Lyriumtrank, 6 haben wir schon mal. Yay. Okay.
Alles klar. Gibt's sonst noch was hier? Was zum Angucken vielleicht? Schriftrolle. Ein Kodex-Eintrag. Noch eine Schriftrolle. Hm. Ja, geschnitzt und poliert in Form eines... Oh, verstehe. Das ist aber unzüchtig. Vin, was siehst du denn hier? Also wirklich. Schlimm. Ja, hol mir bitte einen Stuhl. Ist ja nicht so, als würde ich schon sitzen. Ach ja, genau. Hier hinten war auch noch was. Nee, hier drüben war auch noch was. Geheimnisvolle Tür. Das kleine bemalte Kästchen zeigen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich glaube, die Quest habe ich vergessen. Hier ging es durch, aber da gab es doch später noch was zu tun, oder? Luki, Luki machen. Eine Truhe. Alles nehmen. Ich sollte aufhören, auf R rumzudrücken. Es funktioniert nicht hier. Ein Buch, aber nichts zum Lesen. Auch nichts weiter zum Lesen. Eine weitere Truhe. Krabbi, Krabbi. Da geht's nicht durch. Dann gehen wir wieder raus. Wenn es nichts weiter gibt. Ach, jetzt ist das... Irgendwie liegt mir das jetzt auf der Seele, dass ich diesen Sir sonst wieder umgelegt habe. Mensch. Armer Kerl. Der wusste doch gar nicht... Ah, Genitivi. Ja. Genau. Den braucht man ja. Hallo, ja. Waylon. Was wollt ihr hier? Wer seid ihr? Ich heiße Waylon. Ich bin der Assistent des Scholaren Bruder Genitivi. Das hier ist sein Haus. Gut, wo ist er denn? Dann sind wir schon zu zweit. Ich habe Bruder Genitivi seit Wochen nicht gesehen und auch keine Nachricht erhalten. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Ich fürchte, ihm ist etwas zugestoßen. Genitivis Nachforschungen wegen der Urne haben ihn womöglich in Gefahr gebracht. Okay, ich glaube... Ihr glaubt, er ist wegen der Urne in Schwierigkeiten? Warum sollte die Suche nach der Urne ihn in Gefahr bringen? Was hat er eurer Ansicht nach denn entdeckt? Vielleicht hat er die Urne erforscht, gefunden, erforscht sie jetzt. Ihr glaubt, deswegen der Urne in Schwierigkeiten? Vielleicht gilt die Urne nicht ohne Grund als verloren. Ich bete für Genitivis Wohlbefinden. Aber täglich schwindet meine Hoffnung mehr. Ich wollte Hilfe schicken. Vor einiger Zeit waren Ritter aus Redcliffe hier, die zu ihm wollten. Ich habe ihnen alles gesagt, aber sie sind auch verschwunden. Ich werde erfolgreich sein, wo sie versagt haben und Genitivi zurückbringen. Ich muss ihnen nach, ich brauche die Urne für Al-Imen. Was habt ihr ihnen denn gesagt? Genitivi war der Urne schon ganz nah, ich sollte ihm helfen. Vielleicht wurden sie aufgehalten, es geht ihnen sicher gut. Also was habt ihr ihnen denn gesagt? Nein, fragt mich nicht nach ihrem Ziel. Ihr würdet ihnen folgen und womöglich dasselbe Schicksal erleiden. Diese Suche ist ein Fluch für uns alle. Manche Dinge sollten einfach nicht gefunden werden. Das ist mir jetzt klar. Ich werde das Risiko eingehen. Sagt mir, wohin er gegangen ist. Ich muss die Asche haben, sonst stirbt Al-Imen. Aber die Entdeckung der Urne brächte so viel neue Hoffnung. Nun sagt es mir einfach, bevor ich die Geduld verliere. Ich werde das Risiko eingehen. Also gut. Vor seiner Abreise hat er nur gesagt, er würde in einem Gasthof in der Nähe des Kalenhardsees absteigen, um in der Gegend einer Spur nachzugehen. Was genau war das für eine Spur? Das weiß ich nicht. Ich bin seine Unterlagen durchgegangen und dort stand nur, dass er in dem Gasthof absteigen wollte. Gerade habt ihr gesagt, er hat euch das persönlich erzählt. Ja, natürlich hat er es mir erzählt. Aber ich bin auch seine Papiere durchgegangen, um weitere Anhaltspunkte zu finden. Ihr wirkt nervös. Verbergt ihr etwas? Ich weiß, es klingt widersprüchlich, aber ich schwöre, dass ich nicht lüge. Ich mache eine schwierige Zeit durch und weiß manchmal nicht, was ich sage oder empfinde. Ich möchte, dass Genitivi gerettet wird, aber es soll niemand mehr verletzt werden. Könnt ihr das verstehen? Ja, natürlich. Dann werde ich ihn für euch finden. Ich weiß nicht, ob ich euch trauen kann. Ja, und vielleicht bevor ich euren Raten vergesse das Ganze. Ich weiß nicht, ob ich euch trauen kann. Ihr müsst mir nicht trauen. Mein Gewissen ist rein. Folgt Genitivis Spuren, wenn ihr müsst. Aber seid vorsichtig. Sonst noch irgendwas hier? Ein Buch.
Das nehmen wir doch gleich an hier. Stärke. Konsti. Weiter. Mhm. Waffe und Schild. Überwinden. Schlägt. Kritische Treffer wird zu Boden geworfen. Okay. Machen wir. Was macht ihr da? Ihr dürft da nicht hineingehen. Warum nicht? Es tut mir leid, aber das Zimmer ist nicht für Gäste. Es ist voller Bücher und Papiere. Und ich will dort keine Unordnung haben. Ich gehe, wohin ich will. Nein, habe ich gesagt. Genie TV war sehr auf Privatsphäre bedacht. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen. Ihr verbergt etwas und ich will wissen, was Nein, es ist. Nein! Weg von der Tür! Du verbirgst was. Ich weiß es auch ganz genau. Deshalb mache ich das jetzt auch überhaupt. Normalerweise wäre ich netter. Der Leichnam des echten Waylon. Oh, es ist gut, das sofort zu erledigen. Alles nehmen. Quest aktualisiert. Deuten darum, dass es sich im Dorf Haven in den Bergen im Westen möglicherweise Hinweise auf den Verbleib der ohne finden lassen. Er muss nach Haven gegangen sein. Oha! So viele Bücher hier! Da lesen wir uns noch richtig schlau. Sehr schön. Was gibt's hier drüben? Eine Taverne? Oh, Gerüchte, oder? War das nicht, dass der Wirt hier auch noch so ein paar Quests hatte, so Mini-Quests? Seht mal, was die Frau da anhat. Ist sie betrunken oder hat sie nur einen schlechten Geschmack? Liliana! Psst! Was darf es denn sein, Fremde? Braucht jemand Hilfe? Möglicherweise bei etwas, das nicht vollkommen legal ist. Mitteilen um Namen interessierter Gruppierungen. Schön. Korrespondentus interruptus. Reisen auf Briefe ungebührlich liebender. Alles klar. Problemlösung. D. Besser, es wäre gut, wenn da noch ein Punkt wäre. So D-Punkt. Annehmen. Verhandlungshilfen. K verlangt folgendes. Der Ärger mit dem Naluten zu noch mich heim. Also muss einigen fehlen. 15 Giftextrakte. Okay. Was darf es denn sein, Fremde? So. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Die dunkle Brut hat Lothering angegriffen. Und ich bezweifle, dass alle rechtzeitig fliehen konnten, bevor sie kam. Es heißt, diese Kreaturen hätten alles überrannt, Gefangene gemacht und die Häuser niedergebrannt. Und dann seien sie ebenso schnell wieder verschwunden. Ich frage mich, ob noch jemand am Leben ist. Einige Kantoren sollen nach Süden gegangen sein, möglicherweise um nach Überlebenden zu suchen. Ich mache mir aber keine Hoffnung. Möchtet ihr sonst noch etwas? Noch was anderes? Endlich gibt es Neuigkeiten aus Redcliffe. Es scheint, als leider Al-Iman an irgendeiner tödlichen Krankheit, vielleicht sogar der Verderbnis. Das kann ich sogar widerlegen. Sterben. Wenn dies geschieht, kann sich im Landting vermutlich niemand mehr gegen Taryn Logan stellen. Ziemlich angenehm für den Taryn, nicht wahr? Tja. Möchtet ihr sonst noch etwas? Zeig mal, was du hast. Natürlich. Seht euch einfach um. Ah, das habe ich vor, Freund. Das habe ich vor. Jupp. Jupp. So. Da ist jemand, der sich da mal bei Zeit drüber freuen wird. Okay. Die kaufen wir schon mal. Das muss ich noch verteilen. Okay. Sonst gab es hier nichts mehr weiter, oder? Die kann ich schlecht knacken. Alistair, was ist das? Ein Strumpf. Ein schmutziger Strumpf. Wie kommt er in mein Bettzeug?
Vielleicht mag er euch. Strümpfe sind ziemlich gerissen. Mir gehört er jedenfalls nicht. Euer Name ist eingesteckt. Oh, das gehörte zur Templerausbildung, damals in der Kirche. Die Männer haben immer ihre Strümpfe verwechselt. Nun, tut mir leid. Ich befreie euch umgehend davon. Einer meiner Strümpfe ist ohnehin etwas feucht. Da tut ein Wechsel Not. Oh Gott. Ihr wollt ihn anziehen? Er ist schmutzig. Und trocken. Wir sind auf dieser Reise nicht gerade mit Luxus verwöhnt. Ihr habt schreckliche Unarten angenommen. Ja, was Vin sagt. Oh Gott. Oh super, kann ich gleich anziehen. Alistair, pfui. Aha, du machst Sachen. Kann ich mit Hund in einen Topf schmeißen? Ihr riecht bestimmt gleich gut. Tür, Freischalten nicht möglich. Na gut. Was haben wir da hinten? Roten Ruderer. Ich bin ein roter Ruderer. Pass auf, wo du hinstarrst, sonst reißen wir dir deine verdammten... So wahr ich lebe und atme. Ihr seid der graue Wächter, über den alle reden. Ja. Kann ich was für euch tun? Ich vertrete die Blackstone-Freischärler. Richtig. Wir sind eine Söldnergruppe, die nach dem Krieg gegen Orlais harte Zeiten durchgemacht hat. Ihr wisst sicherlich, dass die Zeiten jeden Tag schlimmer werden. Mit eurer Hilfe könnten die Freischärler Ferelden erneut von Nutzen sein. Okay, wie kann ich euch helfen? Unsere Anführer haben schon vermutet, dass ihr bereit wäret, uns zu helfen. Jeder unserer Posten in Ferelden hält an euch adressierte Briefe bereit. Aber irgendwas war mit euch, oder? Die meisten, die mit uns zusammenarbeiten, erhaltet ihr die Briefe direkt von unseren Anführern Raenor und Tauran. Ich hoffe, das zeigt euch, wie sehr die Freischärler die Grauen Wächter schätzen. Na gut, ich guck's mir mal an. Ich danke euch. Kehrt einfach zu mir oder einem unserer Mitglieder bei den Freischärler-Posten zurück, wenn ihr eine Mission abgeschlossen habt. Wir sorgen dafür, dass ihr für eure Bemühungen entlohnt werdet. Möge der Segen des Erbauers euch den Weg weisen. Und euch. Noch eine Runde für meine sehen. Männer. Ach ja, das war das Todesnachrichten. Das war fies. Vorräte für die Gilde. Für 20 Wundumschläge. Puh. Das waren Deserteure. Okay. Alrighty. Jo, ich kümmere mich auch um so einiges. Im Moment ist es wieder relativ langweilig, gell? Ah, Action. Aber die wird erst das nächste Mal wieder kommen, die Action. Action. Zwergenhandwerk. Feinstes Zwergenhandwerk. Direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. Oh ja. Komm, das machen wir jetzt noch. Die erste Todesbotschaft überbringen. Also, verstehe ich das richtig? Ihr wart eine Klosterschwester? Und ihr müsst ein Bruder gewesen sein, bevor ihr ein Templer wurdet, oder? Ich war ja kein vollwertiger Templer. Ich wurde vor meinem Gelübde für die Grauen Wächter rekrutiert. Habt ihr es je bereut, die Kirche verlassen zu haben? Nein, niemals. Ihr etwa? Ja, ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber ich habe dort Frieden gefunden. Eine Art Frieden, die ich zuvor nie gekannt hatte. Im Kloster war es oft so still, dass ich anfing zu schreien, bis einer der Brüder herbeigelaufen kam. Ich sagte, ich wolle nur überprüfen, ob noch jemand da sei. Man weiß ja nie, richtig? Ich... Nein, so etwas habe ich nie getan. Ich mochte die Stille. Wie ihr meint. Aber der Ausdruck in ihren Gesichtern war Gold wert. Alistair ist gut drauf heute. Oh Mann. Ja? Ich muss euch leider mitteilen, dass euer Ehemann tot ist. Ich habe hier einen Brief. Möchte das jemand für mich übernehmen? Gucken wir mal. Ich hoffe, ihr mögt Helden, meine Dame. Ach, Alistair. Euer Mann ist als solcher gestorben. Warum? Was hat er getan, um das zu verdienen? Ach, verdienen. Verdienen. Das ist hart gesagt. Ich leuchte wieder ein bisschen mehr. Ich wollte gerade nur ausprobieren, was es ist. Und die anderen aber nicht unterbrechen. Okay, speichern wir mal. Und ein kleines Päuschen. Und dann geht's weiter. Bis dann. Ciao.